auf dem Campingplatz kochen, grillen und sogar heizen. Und das noch mega günstig. Das ist mit dieser Kombination hier möglich. Und was das ist, zeige ich euch gleich. Zum einen haben wir hier einmal das Hauptgerät. Das ist ein ganz herkömmlicher Campinggaskocher, wie ihr ihn sicherlich kennt und wie man ganz, ganz oft schon gesehen hat. Zeige ich euch. Wie gesagt, ein ganz, ganz klassischer Campinggaskocher, so wie man ihn kennt. Im Auslieferungszustand, wenn man aus dem Koffer rauskommt, muss man zuerst diese Platte hier einmal umdrehen. Dann klappt man hier einfach auf und hier kommt dann die Gasflasche rein. Und beim Reingeben der Gasflasche braucht man auch überhaupt keine Angst haben. Das funktioniert wirklich ganz, ganz einfach. Und zwar haben wir hier die Gasflasche, die hat hier so eine Ausbuchtung. Und dann gibt man das Ding eben einfach hier so rein, Hebelchen nach oben klappen, genauso reingeben, dass die Flasche bei der Ausbuchtung, die Ausbuchtung oben ist. So, und das war's schon. Und dann gibt man einfach diesen Hebel hier nach unten und damit wird die Gasflasche fixiert. Damit ist das Teil einsatzbereit. Zum Aufdrehen muss man dann nur hier einmal bis hier ganz nach unten den Hebel drehen. Automatisch zündet er. Einmal klick und er brennt. Schauen wir mal, ob man das über die Kamera sieht, man es nicht, dass er brennt, aber wenn ich jetzt den Doppel mal draufstelle mit Wasser, ich hoffe, man sieht dann die Flammen ein bisschen besser. Ja, man sieht es nicht, aber er brennt und Topf drauf, Wasser für einen Kaffee, für Nudel, für irgendwas zum Kochen, kann jetzt laufen. Ich glaube, das hat jetzt keine 2 Minuten gedauert und das Wasser hat gekocht und schon kann ich meinen Kaffee genießen. Auf dem Campingplatz, auf dem Balkon oder wo auch immer man gerade ist. Prost. Bis hierher war es wahrscheinlich für euch nichts Aufregendes, denn wie gesagt, diese Campingkocher sieht man ganz, ganz oft. Was aber genial ist, ist, unvorbereitet wie immer, diese Platte hier. Diese Platte macht aus dem Campingkocher einen Griller. So, und diese Grillplatte hier, die hat hier ein kleines Loch. Und dieses Loch muss hier seitlich hin. Und dann gibt man das einfach drauf, stellt man einfach drauf, so, und das war's. Ist stabil, funktioniert super. Für was ist dieses Loch? Ich weiß nicht, ob ich das über die Kamera einfangen kann. Die Platte ist ganz, ganz leicht, mit einem ganz, ganz leichten Gefälle auf dieser Seite zur Mitte hin und auf dieser Seite hin. Und ein minimales Gefälle auch in diese Richtung. Und dadurch können eventuelle Fette oder Säfte, die aus dem Fleisch rauskommen, hier in der Mitte zusammenfließen und hier dann raus. Und hier unten, hier auf der Seite, stellt man sich einfach einen Becher hin und man hat den ganzen Schmutz und alles, was rausfließt, im Becher drin. Und den Becher kann man dann auswaschen. Einfach super, super genial. Und da ich im Moment leider nichts zum Grillen da habe, habe ich mir eine Toastbrotscheibe geholt und ich schmeiße die einfach mal drauf, um zu schauen, wie effektiv diese Grillplatte auch wirklich funktioniert. Bedeutet also, vorher einfach einschalten, einmal ganz unten drehen, klick, er brennt und jetzt schauen wir mal, wie lang es... Die ist jetzt schon so heiß, habt ihr gesehen, aufgedreht und die ist sofort aber sowas von heiß, dass man es nicht mehr aushält. Ich lege einmal das drauf und dann warten wir einfach ab, wie lange es dauert, dass das Teil braun wird. Aber ich glaube, das geht ganz, ganz schnell. Die Hitze ist ein Wahnsinn. Innerhalb sofort nach dem Aufdrehen.
Und man sieht schon, alles ungeschnitten, bereits ganz, ganz erste Streifen. Unglaublich. Dann schauen wir mal. Boah, das ist Wahnsinn. Will sogar schon übersehen. Kann ich schon abdrehen. Also ich muss ehrlich sagen, die Leistung von diesem Gerät beeindruckt mich. Es ist unglaublich. Ich bin begeistert, beeindruckt. Innerhalb, so schnell, ihr habt es vorher gesehen, innerhalb kürzester Zeit waren schon die ersten Streifen da. Ich habe die Kamera abgedreht und ich glaube nicht einmal eine halbe Minute später habe ich das Teil schon umdrehen können und so schnell kann es gar nicht schauen, ist er da verbrannt. Unglaublich. Kommen wir zum nächsten Teil, nämlich dem hier. Das wird als sogenannte Notfallheizung fürs Zelt verkauft. Muss ich aber ganz, ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das Ding für ein Zelt verwenden würde. Aber ich habe mir es trotzdem gekauft aus folgendem Grund. Stellt euch im Winter einen Stromausfall vor, muss nicht Tage dauern, also nicht unbedingt ein mega, mega großes Blackout. Ein reiner Stromausfall nur für ein paar Stunden würde die Heizung garantiert lahmlegen. Denn ohne Strom, nahezu jede Heizung braucht in irgendeiner Art und Weise einen Strom. Und ohne Strom würde keine Heizung funktionieren. Das heißt, die Wohnungen würden relativ schnell auskühlen. Und da dann zu Hause eine Notfallheizung zu haben, nur für einen kleinen Raum, wo man sich dann halt natürlich zusammenkuschelt, nicht für die ganze Wohnung, das ist natürlich schon super. Und für das müsste dieses Teil hier wirklich genial sein. Ich teste es selbst das erste Mal auch aus. Was wichtig zu erwähnen ist bei dem Teil, es gibt welche, die haben oben einen schwarz lackierten Deckel, funktionieren ganz genauso wie das Teil hier. Das Problem bei diesen schwarz lackierten Deckeln, es ist eben ein Lack drauf und durch die Hitze kann es passieren, dass der Lack sich ein bisschen löst und Dämpfe dann in die Luft kommen, was natürlich auch nicht unbedingt gesundheitlich optimal ist, sagen wir es einmal so. Generell gilt bei solchen Teilen in geschlossenen Räumen natürlich immer wieder Stoßlüften, damit man wieder frische Luft reinbekommt. Und natürlich das komplette System ist im Falle eines Stromausfalls auch super als Notkocher geeignet. Ja, und wie funktioniert das ganze Teil? Ganz einfach, nur draufgesteckt oben auf den Brenner, aufgedreht, Zündung und das war's schon. Man sieht es leider jetzt, wo es hell ist, hier draußen sehr, sehr schlecht, aber da drin ist ein Gitter, das sich mega erhitzt. Und wenn ich hier jetzt die Hand herhalte, es wird langsam, wird heiß. Da oben ist es schon sehr, sehr heiß, also da oben strömt wirklich ganz, ganz heiße Luft raus. Das heißt, das ganze Ding erhitzt sich und wird hoffentlich dann auch in einer Notsituation einen kleinen Raum zumindest um ein paar Grad erhitzen, sodass man überlebt, sozusagen. Ja, seitlich die Hitzeabstrahlung ist wirklich, ist auch ganz, ganz schön heftig, die Hitzeabstrahlung seitlich. Oben ist es am extremsten. Oben ist es nicht zum Aushalten. Gut, ich drehe wieder ab. Der Campinggasgrill, den ich in einem der letzten Videos getestet habe, der ist zurückgegangen, weil ich mit der Grillfunktion, mit dem Grillrost absolut nicht zufrieden war. Und das Teil dann nur mit der Grillplatte zu verwenden, ist einfach zu kompliziert für einen Campingplatz, wo ich einen Kocher brauche, um mir einen Kaffee zu kochen und vielleicht ab und zu mal ein paar Würstel drauf zu hauen. Und da ist das Teil dann einfach zu kompliziert mit Füße draufschrauben und Deckel runter und ich weiß nicht was alles. Und da die Grillfunktion selbst eigentlich meiner Meinung nach nicht vernünftig funktioniert hat mit dem Grillrost, wie gesagt, ist das Teil zurückgegangen und um dasselbe Geld, ja fast dasselbe Geld, habe ich mir diese drei Teile hier geholt. Der Kocher selbst, glaube ich, irgendwas um die 25 Euro. Am teuersten eigentlich war die Grillplatte, die hat 35 Euro gekostet und das Teil hier, glaube ich, hat 15 Euro gekostet, so irgendwas. Also eigentlich sogar billiger und mit Heizfunktion im Notfall. Für mich eine super tolle Lösung, weil man es eben auch
in einem Notfall verwenden kann. Ich bin auf eure Meinung gespannt, was ihr da sagt dazu. Das heißt, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr zu dieser Kombination sagt, ob ihr euch auch für so etwas entscheiden würdet oder vielleicht doch irgendwas anderes verwenden würdet. Und dann dürft ihr jetzt noch ganz, ganz wichtig den Like-Button verprügeln, den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und in diesem Sinne, ciao, Kakao.